nichts von alledem, was Sie gerade behauptet haben, wurde dort tatsächlich gesagt. Und selbst Korrektiv behauptet nicht, dass es dort gesagt wurde, sondern Korrektiv behauptet lediglich, dass Sellner einen Vortrag über Remigration gehalten habe, und das stimmt. Und dann sagt Korrektiv weiter, was das aus Sicht von Korrektiv eigentlich alles bedeuten und implizieren würde. Okay, aber das ist nicht die Ausführung von Sellner. Und jetzt würde ich gerne konkret eins wissen, Marine Le Pen kann ich Ihnen gerne erklären, die ist auf die Pressemeldung in Deutschland reingefallen, dass da irgendwie größere Vertreibungen projektiert worden sind. Diese Pressemeldungen sind schlichterdings unwahr, das können wir auch beweisen, das müsst ihr mal jemand erklären. Und ich möchte aber zurückfragen, wer soll denn da bitte, welcher Hardcore-Rechtsextremist soll denn da bitte gewesen sein? Ja, unter anderem Sie beispielsweise. Also, ich glaube eigentlich nicht, dass ich ein Hardcore-Rechtsextremist bin. Wie kommen Sie denn darauf? Jemand, der Zweifel hat bei der Briefwahl und verkündet, dass türkische Mädchen das nicht verstehen und man deshalb die Briefwahl nicht einführen. Das stimmt ja auch nicht und dagegen klagen wir ja jetzt. Das ist ja auch Quatsch. Ich habe da in der Tat einen Vortrag gehalten, reines Verfassungsrecht, über verfassungsrechtliche Probleme der Briefwahl. Ich habe dort die Wahlrechtsgrundsätze des Grundgesetzes dargestellt, sowie die drei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Briefwahl. Das ist derzeit in Deutschland hochproblematisch, weswegen ich mehrere Wahlprüfungsbeschwerden vertrete. Und da fallen Ihnen türkische Mädchen ein, die das nicht verstehen und darum können wir das nicht einführen. Na, das habe ich ja nie gesagt, das stimmt ja nicht. Steht aber überall drin. Also das, es stimmt aber, das schreibt einer vom anderen ab. Das hat in der Tat Korrektiv behauptet. Ja, das hat Korrektiv sogar behauptet, im Gegensatz zu der Sache mit den Vertreibungen. Und dagegen klagen wir ja jetzt. Und das werden wir auch wegkriegen. Das ist also großer Unsinn. Nein, es ging in der Tat um Briefwahl. Wir hatten bei der Bundestagswahl 2021, natürlich auch im Zeichen von Corona, 50% Briefwahl im Durchschnitt. Und das widerspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nach der die Briefwahl niemals der Regelfall werden darf, immer die Ausnahme bleiben muss. Das war das Thema meines Vortrags. Frau Giroux, jetzt gibt es unterschiedliche Darstellungen. Ich frage es mal andersrum und persönlich. Wären Sie der Einladung zu einem solchen Treffen gefolgt, wenn Sie eine bekommen hätten? Wahrscheinlich nicht, aber die Frage stellt sich ja auch nicht. Also grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass man privaten Einladungen folgen darf, wenn das einen interessiert. Also ich möchte nochmal klar machen, also ich habe jetzt die Diskussion verfolgt und fand es sehr merkwürdig. Also wir reden jetzt über ein Treffen, einer war da, zwei waren nicht da, Sie haben Vermutungen, jemand erklärt, was gewesen ist. Aber wir haben ja auf der anderen Seite politische Sachverhalte, nämlich dass wir zum Beispiel eine Bundesregierung haben, die etwa zum gleichen Zeitpunkt, wo dieses ominöse Treffen stattgefunden hat, die schärfsten Abtreibungsgesetze gemacht hat, Abschiebungsgesetze gemacht hat, die die Bundesrepublik je gesehen hat. Und es ist ja interessant, wir hatten einen Spiegeltitel, da steht der Kanzler drauf, wir müssen mehr abschieben. Dieser Spiegeltitel ist ins Englische übersetzt worden. Wenn ich richtig informiert bin, ist in der englischen Übersetzung das Wort Deportation 6-mal aufgetaucht. Das heißt, wir haben eine reale Regierung, die aus vermeintlich linken Kräften besteht, als das sind Grüne und Sozialdemokraten, die also jetzt massiv in die Abschiebungspolitik gehen. So, das könnte man kritisieren. Stattdessen kritisiert man ein Treffen von Leuten, die ich nicht kenne, die sich irgendwo getroffen haben, ob man das jetzt anstößig findet oder nicht. Es ist immerhin noch ein grundgesetzliches Recht, dass man sich in privaten Räumen trifft und irgendwas diskutiert, so schäbig es auch sein mag. Ja, aber es gilt einfach auch eine Unschuldsvermutung im Rechtsstaat. Das heißt, solange diese Leute nichts getan haben, nicht straffällig geworden sind, kann man denen eigentlich nichts vorwerfen. Und in diesem Fall diskutieren wir jetzt 5 Minuten über Begriffe, Remigration, über Hypothesen, über ein Treffen, das im Grunde keine politische Wirkung hat und niemand diskutiert über das, was eine reale Bundesregierung macht. Das finde ich sehr, wenn man sich diesen Korrektivtext anguckt, den habe ich mir auch angeguckt, ja. Aber Sie werden ja zugeben, dass sozusagen die ganze Inszenierung, überhaupt die Lyrik dieses Textes, ich weiß nicht, ob Sie den gelesen haben, aber Nebel und überhaupt, wir sehen da etwas Dunkles hinter diesen Fenstern und so weiter. Also das hat mich eher an so einen Roman von Edgar Allan Poe erinnert, ja, also an irgendwie so einen komischen Schundroman. Das war auf jeden Fall kein politischer Text, das war keine sachliche politische Berichterstattung, kein sauberer Journalismus. In meinen Augen war das eine ziemliche Inszenierung, das hat sich auch inzwischen herumgesprochen in der Presse, lesen Sie den Cicero, sogar heute die FAZ heute. Und wenn Sie dann nochmal zum Beispiel ins Feld führen, dass das Berliner Ensemble, also einer unserer Theater, eine Woche später, 10. ist das Korrektiv erschienen, am 17. wurde das im Berliner Ensemble aufgeführt, ich weiß nicht, ob Sie das online gesehen haben, wenn das also am 10. die Transkripte erst rausgekommen sind, wie kann man also in einer Woche die Transkripte aufschreiben, Schauspieler
Schauspieler instruieren und das alles inszenieren. Ich denke, also es spricht sehr. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn Sie jetzt von einer politischen Wirkung sprechen, anstatt dass wir auf die politische Realität der Abschiebungspolitik der aktuellen Regierung schauen, dann müsste man die Frage stellen dürfen, wie viel an diesem Geheimtreffen, das dann auch also als, ich sag mal, mit Wannsee-Konferenz verglichen wurde, wie viel davon hochgejudged wurde und was tatsächlich eine Inszenierung ist. Also ich habe mich, wenn wir schon beim Thema Demokratie und Rechtsstaat sind, ich habe mich sehr gewundert, dass keiner das Berliner Ensemble fragt, wie er eigentlich dazu kommt, dass im Grunde illegale Mitschnitte von einem Transkript öffentlich auf einer Bühne aufgeführt werden. Das wäre für mich, die ich die Demokratie verteidige und den Rechtsstaat, wäre das eine ganz legitime Frage, dass ich sage, wie kommt das Theater dazu, das zu machen? Und ich sehe niemanden, der das kritisiert. Also ich sehe die Empörungswellen. Sie kritisieren es gerade. Ich sage das jetzt genau und würde deswegen gerne den Rechtsstaat verteidigen und nicht immer nur irgendwie ominös die Demokratie. In einem normalen, liberalen Rechtsstaat gehen die Bürger auf die Straße, um zu demonstrieren, dass der Staat ein privates Treffen abhört. Und nicht gegen die, die sich privat treffen. Genau. Man muss schon ganz ehrlich sagen, wenn man wirklich Liberalismus ernst nimmt, dann muss die Bürgerschaft zusammenstehen, sich nicht auseinanderdividieren lassen und den Staat nicht ablehnen, weil es sind schließlich wir, aber kritisch hinterfragen. Und das fehlt mir hier völlig. Worüber wir uns, glaube ich, einigen sollten, ist, dass die eine Sache, die Korrektiv gemacht hat, nämlich der unmittelbare Vergleich mit der historischen Wannsee-Konferenz, dass das eine Affenschande ist und dass die das nicht hätten machen dürfen. Denn darin liegt über alle politischen Divergenzen hinweg und über alle Inszenierungen hinweg, die jetzt wichtig erscheinen, weil der Bundesregierung das Wasser bis zum Hals steht, ganz egal. Es ist eine ungeheuerliche, beispiellose Verharmlosung der historischen Vorgänge im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust. Und der Effekt davon ist furchtbar, vielleicht ist er sogar schon eingetreten, dass jetzt die nächsten Jahre wegen dieser riesen Medienwelle, die jetzt in Deutschland künstlich veranstaltet wird, die Leute bei Wannsee-Konferenz nicht mehr an die historische Wannsee-Konferenz denken, sondern an ein privates Treffen von einer kleinen Reihe von Investoren mit einem umstrittenen Schriftsteller. Also das hätte unterbleiben sollen und dem sollte man entgegentreten. Und ich bin der Auffassung, das müsstet ihr, also ihr Linken hier, müsstet das korrektiv mal klar machen. Ich kann es nicht auf die, mich hören die nicht, aber wenn es ihr denen sagen würdet, das wäre hilfreich. Darf ich da mal fragen, also die Tendenzen des Autoritären und das, was da die Demonstration, die Sie verteidigen. Also in Aachen zum Beispiel hatte der Demonstrationszug ein Plakat, wo also die Demonstranten für Demokratie auf dem Plakat stehen hatten, Nazis verbieten, AfDler töten. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass Nazis wir in Deutschland, wenn ich mir vorstelle, dass wir eine Demonstration hätten, da würde draufstehen SPD, von der AfD und die würden ein Plakat haben, SPDler töten. Es würde ein Riesenskandal sein. In diesem Fall war dieses Plakat auf dem Titelblatt der Aachener Zeitung. Die Polizei stand daneben, ist erstmal nicht eingeschritten, obwohl das ja eigentlich ein Tötungsaufruf ist, also ein Straftatsdelikt. Und das hätte natürlich geahndet werden müssen. Das heißt, diejenigen, die die Demokratie verteidigen, vermeintlich, ruinieren eigentlich den Rechtsstaat. Wir haben eine zunehmende Radikalisierung. Diese Verdikte, die Sie erwähnen, die werden ja nicht von wissenschaftlich unabhängigen Institutionen ausgesprochen, sondern von Verfassungsschutzbehörden, die den jeweiligen Innenministern unterstehen. Wir haben in Deutschland glasklar die Koinzidenz. Ob das auch eine Kausalität ist, das wäre zu untersuchen. Wir haben aber glasklar die Koinzidenz in den neuen Bundesländern, dass immer dann, wenn die AfD bei Umfragen die stärkste Partei wird oder der stärksten Partei, typischerweise der CDU, gleichzieht, dann erfolgt 3 bis 4 Tage später die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch. Die Koinzidenz ist da, ob es eine Kausalität ist, habe ich nicht behauptet. Davon abgesehen, ich würde ja Ihre Diagnose, dass wir einen Zug ins Autoritäre haben, die würde ich ja durchaus teilen. Da haben wir schon wieder einen Konsens. Allerdings sehe ich das aus einer etwas anderen Richtung. Wir haben in Deutschland eine Bundesregierung, es ist die unbeliebteste Bundesregierung, die es in der bisherigen Geschichte gegeben hat, die sich total verkalkuliert hat. Die haben diese Energiewende versucht zu inszenieren, die haben sich total überschuldet, haben die zuverlässige bezahlbare Energieversorgung zerstört, willkürlich. Und die sollen jetzt alle wir erleben eine Deindustrialisierung. Man braucht nur nicht wundern, dass Oppositionsparteien gestärkt sind. Und deswegen erleben wir schon seit über einem halben Jahr ständig Proteste. Das Volk steht auf gegen die Bundesregierung. Erst wegen des Heizungsgesetzes, dann die sogenannten Bauernproteste. Das Volk soll es aufstehen, ist in Ordnung. Und davon, das Volk steht auf aus nackter Existenzangst. Nicht etwa, weil Putin es angestiftet hat, aus nackter Existenzangst. Und das hat die Regierung jetzt aus den Medien herausgebracht und dem dient dieser ganze Zinnober. Treffens eines privaten Freundeskreises, das ist lächerlich. Die Regierung wollte mit Gewalt eine neue Platte auflegen und das ist bis auf Weiteres auch gelungen.